Zeit zu Zigarrenpausenbars. Dude, that raptor emoji is hilarious. So. Regen wir uns mal wieder ab. Die Zigarre brennt. So, das ist jetzt eine Arturo Fuente Opus XA. Das ist ein Exemplar von stattlicher Länge, rund 24 cm. Ne, ich rede immer noch von der Zigarre. Und die Besonderheit bei dieser Zigarre ist halt eben, dass sie durch eine hohe Aromenvielfalt glänzt. Na, und eben die untypische Länge. Na, das macht auch optisch was her. Das ist eine richtige Boss-Zigarre. Kannst du dir gerne mal genehmigen. Sparst du dir mal dein Taschengeld darauf. Und bis dahin hörst du mir mal weiter. Alright, so how can we summarize this? What's going on here? So regen wir uns mal wieder ab, also diese Karren brennen. He's setting the scene. Und von 24 Zentimeter, nee, ich rede immer noch von der Zigarre. 24 Zentimeter. So 24 centimeters. Is that short? What's that? That's pretty big, right? That's big. That's huge. He's talking about his cigar, right? It's like supposed to be a joke there. Nee, das mach aus. 9 inches. Aha. Zu. Denn es dreht sich im Endeffekt um Folgendes. Rapper wohnen in Sumpflöcher. Ich bewohne Prunkschlösser. Und lass für mich Bildhauer wochenlang herumtöpfern. Statuen vom Mac für jede Hofeinfahrt Punk. Mein Schloss ist für mehr Tore bekannt als Aubameyang. Okay, so Tore, like doors and goals, right? And I don't know who this guy is. I guess he's a soccer player. Es ist der Kokslieferant an Kriegsländer der NATO-Staaten. G-Rapper, ich kenne die Streets besser als Kartografen. Ziehmesser und Tragelatschen, Stil echter Italo-Marken. Du trägst Joker wie die Boys, die Heath Ledger sein Sarg umtragen. Diamanten strahlen des Abends heller als der Vollmondschein. Frag mich bitte nicht, warum du Schellen kriegst, das soll so sein. Das soll so sein. Ich wälze dich wie Vollkornteig, kommt es bei uns zum Bodenkampf. Du Drogenjunk bist ohne Fun, ein heftiger Kelp wie mein Dobermann. Heftiger Kelp. Stretch-Limo-Felgen mit Chrom am Rand, funkeln in der Kälte. Du Fake-SG, die Streets sind für dich unerforschte Welten. Jo, mein Hund kann Sport und fängt dich. Denn ich sag zu ihm fast, als wäre er ein Rumtransportbehältnis. Rumtransportbehältnis? Fass? Fass? What's this mean? Rumtransport? Behältnis? Like a prison transport? Fass means attack. Kann Sport und fängt dich. Barrel? Barrel transport? Prison barrel? What? Fass? Oh my god, dude. Ich hab Kundschaft vorm Gefängnis. Regel dort Waffendeals. Im Nebel auf nassen Streets. Mehr Schnee als beim Après-Ski. Ich schwebe wie ein Satellit kurz über euch drüber. Ich bin ein Überflieger, wie beim Durchskippen von Büchern. Überflieger? Wie beim Überflieger? That's interesting. Flyover, Überflieger, like Overachiever. Wie beim Durchskippen von Büchern. Fast means catch and also barrel. Oh, like go get it. Fast. Oh, rum, it's that simple. So rum, they're transporting rum, like they're delivering it to whatever, wherever, a bar. And fass means barrel. Oh, of course, Koboldenfass, Koboldenfass. From Clash Royale, Goblin Barrel, Koboldenfass. Idiot, I forget some words sometimes.
Ihr Hurenkinder seid Schüler, also lernt jetzt vom Sektenguru. Dem Bossplayer, der Püppchen Stich ins Herz setzt wie Hexenvoodoo. Er verteilt Körbe, weil Host beim Koksstrecken nerven. Kleine Niklas, thanks for the follow, buddy. Bitches kriegen Korb wie beim Rotkäppchen-Märchen. Oh, kleine Bitches kriegen Korb. Oh, Korb. Kriegen Korb. Korb oder Korb. Kriegen. Korb means basket. Rotkäppchen-Märchen, the little Red Riding Hood had the basket, of course. But Korb kriegen, I think we, forgive me, maybe you guys may have mentioned this to me, but I feel like getting rejected, that's right. Ah. Doppeldeutigkeiten, sehr schön. Bis sie ohnmächtig werden. Vor Verzweiflung und Liebeskummer, Liebesbriefe jag ich meinen Heißluftkamin herunter. Breit wie ein Sardinenkutter, weiß wie Gardinenmuster, komm ich an, das ziehen sich Bunnies rein wie Kaninchenfutter. Ich zieh dir die Schlappohren jetzt lang. Girl, ich weiß, dein Boyfriend ist ein abstoßender Mann, wie der Spaste Oliver Kahn. Doch meine krass prollige Art ist zwar badboyhaft und cool, so badboyhaft und cool, sogar dein Ex-Freund macht sie schwul. Krass prollige Art ist zwar badboyhaft und cool, badboyhaft. Doch das noch lange hier. Sogar deine Ex-Freund macht sie schwul. Kein Grund, mir hinterher zu stalken. Models machen erst auf tough, um hinterher zu stalken. Mir hinterher zu walken, mit ihr dicken Hintern her zu walken, doch verschwinden hinter Herzchenwolken, die ich... What? Hinterher zu walken? To walk over there? Oh, it starts up here. Lange hier, hinter... Noch lange hier kein Grund, mir hinterher zu stalken, um hinterher zu stalken. Mir hinterher zu walken, mit der dicken hinterher zu walken. Hinter Herzchen Wolken. Oh my god, that's just like ridiculous. Hinterher zu stalken. Models machen erst auf tough, um hinterher zu stalken. Mir hinterher zu walken. Mit ihr dicken Hintern her zu walken, doch verschwinden hinter Herzchen Wolken. Die ich ihnen charmant entgegenpuste und verschwinde. Rapper sind für mich nicht Rapper, sondern Hurensohn-Gesindel. Tragen Gucci-Mode-Symbols und meinen Designs, doch tragen nachts heimlich Pyjamas mit meinen Designs. Die Lines, sie sind nice, es ist der eiserne Boss mit Zigarrenpausenbars für den geifernden Bob. So... It's interesting, right? Because I'm not sure we've seen a rapper do this. He's basically reading. It's poetry, right? He's reading poetry because there is no beat. So just like spoken word. It's really interesting. Yet still, it's still entertaining. It's almost just... It's just a flex, you know? Because like, realistically, people are not going to stream this. It's not something you... I mean, maybe you do. It's not something you play. It's pure... It is revolutionary, dude. It's so different. It's so cool. He's literally, I think he's like kind of saying like, I've had enough with the whole GOAT debate and all of these whack rappers saying how good they are. And he's like, oh my God, dude, I gotta fix something with Genius there. That's so annoying. But he's like saying basically like, what else do you want me to do to prove like that I'm so much better, you know, way more intelligent on every, way more creative, artistic, and clever. It's so amazing. Weil ihr so brav zugehört habt, liebe Strolchfreunde, dürft ihr jetzt euch doch, auch wenn ihr mich eben etwas aufgeregt habt, mit eurer Pussyart, ne? Aber gut, der Boss ist immer noch gönnerhaft unterwegs. Was wünscht ihr euch denn als nächsten Perspektivenspaß? Wer soll es denn sein? Hm?
Alright, so Immobilienmakler, was ist das?